Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Suche nach Elias beendet. Bislang keine heiße Spur. Hautkrebs wird immer noch unterschätzt. AOK schlägt Alarm. Und das Wetter. Mittwoch wird's noch mal sommerlich. Danach geht's wieder nach unten mit den Werten. Mehr dazu am Schluss der Sendung. Ja, und damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 20. Juli. Nach der letzten Suchaktion am Wochenende beendete die Polizei in Potsdam ihre Suche nach Elias. Die 60-köpfige Sonderkommission geht aber noch hunderten Hinweisen nach. Der kleine Elias aus Potsdam bleibt damit verschwunden. Auch schweres Gerät der Bundeswehr brachte bei der Suche nach dem Sechsjährigen keinen Erfolg. Der Einsatz des 18-Tonnen-Baggers am Flüsschen Nute ging zu Ende, ohne dass etwas gefunden wurde. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Am Sonntag hatten Beamte noch einmal Wälder und Wiesen durchkämmt, auch Rohrschächte durchsucht. Aus der Bevölkerung gingen mehr als 630 Hinweise ein, aber es ist keine heiße Spur dabei. Die eigens für den Fall aufgestellte mobile Wache bleibe rund um die Uhr besetzt, teilte die Polizei mit. Die intensive Suche mit der Bereitschaftspolizei hingegen werde beendet. Die Gegend um den Wohnort von Elias im Stadtteil Schlatz sei seit dessen Verschwinden am 8. Juli nahezu komplett abgesucht worden. Fast 1800 Beamte seien im Einsatz gewesen, jedoch ohne Erfolg. Die 60 Mann starke Sonderkommission werde nun vor allem die verbliebenen Hinweise abarbeiten und weiter Zeugen befragen. In Berlin waren am Montag erneut die offiziellen Suchplakate der Brandenburger Polizei geschaltet worden, wie die Initiative Vermisste Kinder mitteilte. Bauarbeiten bei U- und S-Bahn. Zwei weitere Bauvorhaben sorgten von Montag an im U- und S-Bahn-Netz in Berlin und Brandenburg für Einschränkungen. Auf der Strecke der S5 zwischen Strausberg Nord und Strausberg fahren, wie berichtet, bis Ende September Busse. Auf der Linie U6 endet bis zum 28. August jeder zweite Zug schon am Bahnhof Seestraße statt am Kurt-Schumacher-Platz. Auf der U8 fahren zwischen Osloer Straße und Paracelsus-Bad nur noch bis zum 27. Juli Busse. Weitere Bauarbeiten mit Schienenersatzverkehr betreffen folgende Linien: die S2, die S41, die S42, die S45, die S46 und die S47. Besuch der Gedenkstätte. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller hat am Montag das frühere Untersuchungsgefängnis der DDR-Stadt Sicherheit besucht. Der SPD-Politiker informierte sich in der heutigen Gedenkstätte in Hohenschönhausen über die Arbeit der Stiftung und sah sich gemeinsam mit Gedenkstättenleiter Hubertus Knabe die Dauerausstellung zu politischer Gewalt an. Historiker Knabe hatte Müller nach dessen Amtsantritt im Dezember eingeladen. Berlins Regierungschef erklärte vorab, die Gedenkstätte leiste einen wichtigen Beitrag zur Geschichtserinnerung. Akten bald nur noch digital. Berlins Justizsenator Thomas Heilmann will die Arbeitsprozesse der Justizbehörden, der Gerichte und der Haftanstalten digitalisieren. Statt wie bislang Papiere und Akten per Rollwagen über die Flure von A nach B zu befördern, solle der Rechts- und Geschäftsverkehr elektronisch ablaufen und Papier bis spätestens 2018 verschwinden, wie Heilmann der Morgenpost sagte. Die Behörden müssten mit der Entwicklung neuer IT-Verfahren schneller und flexibler werden, forderte der Senator. Vor allem sollen Polizei und Justiz künftig schneller und vor allen Dingen reibungsloser kommunizieren können. Parkbesuche bald barrierefrei. Die Anlagen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg sollen für Menschen mit Behinderung besser zugänglich werden. So wird etwa am Schloss Charlottenburg ein Aufzug eingebaut, damit Rollstuhlfahrer erstmals eigenständig die oberen Geschosse besichtigen können, wie aus einer Antwort von Brandenburgs Kulturministerin Sabine Kunst auf eine parlamentarische Anfrage hervorgeht. Im Zuge des aktuellen Sonderinvestitionsprogramms sind weitere Vorhaben geplant. Zum Beispiel Bronze-Tastmodelle vom Parc Sanssouci oder Führung in leichter Sprache durch das Schloss Neue Kammern. Angedacht sind zudem elektronische Guides in Gebärdensprache, unter anderem für das Schloss Sanssouci. Spandau erhält Förderung. Durch die Finanzierungszusagen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung können in Spandau nun Maßnahmen aus dem Programm Soziale Stadt begonnen werden. Die Förderung erfolgt jeweils aus Mitteln der Europäischen Union und aus Mitteln des Landes. Aus dem Netzwerkfonds können die 7 Projekte in diesem Jahr mit insgesamt rund 270.000 Euro finanziert werden.
Unter anderem ein Projekt für Schulschwänzer, eine Naturschutzstation und diverse andere soziale Vereine. Pankow bekommt neue Sporthallen. Für die beiden Oberstufenzentren Bürowirtschaft und Dienstleistung sowie Sozialwesen 2 baut das Land Berlin an der Knieprodestraße eine Dreifachhalle und eine Doppelhalle, in denen zukünftig der Sportunterricht stattfinden kann. Dafür haben am Montag Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel, die Staatssekretärin für Jugend und Familie Sigrid Kleber und der Staatssekretär für Wirtschaft, Technologie und Forschung Henna Bunde den Grundstein gelegt. Der Sportunterricht hat am OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistung besondere Bedeutung, weil es die einzige Schule Berlins ist, die Sport- und Fitnesskaufleute sowie Sportfachleute ausbildet. Das OSZ Sozialwesen 2 mit vielen unterschiedlichen Bildungsgängen hat Standorte in der Straßmannstraße sowie in der Darßer Straße. Die Schüler, die in der Straßmannstraße unterrichtet werden, haben derzeit an drei unterschiedlichen Standorten Sportunterricht. Die Baumaßnahme kostet übrigens 11,7 Millionen Euro und soll im Herbst 2016 fertiggestellt werden. Ausgesetzt zu Ferienbeginn. Europas größtes Tierheim platzt angesichts der Sommerferien aus allen Nähten. Es kommen viele Tiere rein, aber es werden nur wenige vermittelt, sagte ein Sprecher des Tierheims. Es entsteht ein Stau. Wegen der großen Ferien werden mehr Tiere als sonst abgegeben. Das geht schon im Vorfeld los, sagt das Tierheim. Die Sommerferien in der Hauptstadt hatten Mitte Juli begonnen und gehen bis Ende August. Bereits Anfang Juli landeten in der Sammelstelle auf dem Gelände des Tierheims, in die herrenlose Tiere gebracht werden, an einem Tag 7 Katzen. Mitte des Monats waren es bereits 18 Katzen an einem Tag. Bei Hunden ist die Lage ebenso dramatisch. Hautkrebs, 10.000 Versicherte betroffen. Die AOK Nordost hat am Montag noch einmal auf die Gefahren von Hautkrebs hingewiesen. Jedes Jahr sterben daran immer noch 3.000 Menschen. Allein bei der AOK Nordost erkranken mehr als 10.000 Versicherte im Jahr 2013 an einem Melanom oder an einer anderen bösartigen Neubildung der Haut. Dennoch, so die Kasse, sorgen zu wenige vor. So nutzte in den vergangenen Jahren nur jeder 10. Versicherte die Früherkennungsuntersuchung auf Hautkrebs. 3.000 Versicherte allein in Mecklenburg-Vorpommern waren es 2013, die wegen einer Hautkrebserkrankung behandelt werden mussten. Gleichzeitig nahmen nur 9,9% das Hautkrebs-Screening in Anspruch. Kaum mehr, nämlich 11,2% der Versicherten in Berlin, nutzten diese Vorsorge. Behandlungsbedürftig waren fast 4.000 Versicherte in Berlin. Die AOK Nordost weist nochmals darauf hin, dass jeder gesetzlich Versicherte ab dem 35. Lebensjahr alle 2 Jahre Anspruch auf das kostenlose Hautkrebs-Screening hat. Die Untersuchung dauere gerade mal 20 Minuten. Außerdem weist die Kasse noch einmal darauf hin, sich ordentlich mit ausreichend Sonnenschutz einzucremen. Ja, und damit sind wir auch schon bei den Wetteraussichten. Heute Nacht bleibt es meist bewölkt, aber trocken. Die Tiefstwerte liegen um die 18 Grad. Am Dienstag erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag kann es gebietsweise auch leichten Regen geben. Das Quecksilber erreicht maximal 26 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage. Am Mittwoch wird es nochmal richtig sommerlich bei nur leichter Bewölkung und Temperaturen um die 28 Grad. In der Nacht zu Donnerstag gibt es dann leichte Regenschauer und in den Folgetagen kühlt es sich tendenziell etwas ab. Am Freitag liegen die Höchstwerte dann nur noch bei 22 Grad bei mäßiger Bewölkung. Ja, das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.